Willkommen zurück zu Let's Play, Let Lukas Play Minecraft, hier in unserer kleinen Hütte und, nachdem ich fast von einem Skelett gestorben wäre, sich das aber dann durchs Portal, ich höre einen Creeper. Nee, was ist denn das? Ich höre einen Zombie. Zombie ist das, genau. Also dieses Dach gewinnt jetzt definitiv nicht den Schönheitspreis, aber es tut, glaube ich, zumindest, was es soll, nämlich diese Viecher abhalten. Das eine Skelett ist eben einfach auf das Dach geklettert, so eine Frechheit. Wir brauchen Waffen. So. Und Glas brauchen wir auch. Oh, Eisen haben wir, das ist gut. Was hat der Lukas denn im Ofen? Noch mehr Eisen. Also das GUI ist mir zu klein, das muss ich größer machen. Auch wenn euch dann hier diese komischen Einblendungen stören sollten. So. Ah, genau, eine Waffe könnte ich mir mal bauen. Ach, die hast du mir schon gebaut. Noch besser. Jetzt habe ich alles voller Werkzeug. Ach nee, was hübsch. Ich finde, das ist total toll geworden, unser Hütchen. Lukas, du bist so schweigsam. Du bist ja wohl nicht aus dem Internet geflogen. Ich fürchte das Schlimmste. Ja, dann mache ich halt hier alleine weiter. Da steht ein Zombie. Den metzeln wir jetzt mal ab. Während der Lukas irgendwie gerade dabei ist, offline zu gehen. So. Komm her, du Zombie. Noch einer. Wir brauchen ja auch mal irgendwie Sachen zum Essen. Aber irgendwie werde ich nicht hungrig. Warum nicht? Merkwürdig. Ich verliere kein Essen. Hm. Da ist der Lukas rausgeflogen. Und ein Skelett. Auf es mit Gebrüll. Trotzdem, warum verbraucht sich kein Hunger bei mir? Das ist aber nicht so schön. So. Wir brauchen erstmal Fackeln. Das heißt, da wir keine Kohle mehr haben, müssen wir mal eben Holz organisieren. Nochmal. Damit wir Charcoal machen können. Weil das hier ist mir zu dunkel. Da sieht man ja nichts. Da kommt schon wieder so ein Viech. Hilfe. Und kloppt an der Tür rum. So. Jetzt muss ich mal eben den Lukas gleich mal wieder in den Kanal reinziehen. Dazu gehe ich mal eben auf Pause. Einen Moment mal eben. Diese Fritzbox. So, jetzt ist der Lukas auch wieder da. Ich entschuldige mich. Ja, und laggen tut er auch. Lukas, du musst mal irgendwie, wenn du Downloads anhast oder so, musst du die mal ausmachen. Das geht jetzt nicht. Das, So, habe einen Schluck getrunken und vergessen, den Ton abzustellen. Ich hoffe, man konnte das Schmatzen nicht so laut hören. Der Lukas sagt schon wieder nichts. Das macht mir irgendwie Angst. Jedenfalls machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Kohle und damit machen wir ein bisschen Fackeln. Weil mir ist das zu dunkel hier. Da ist der Lukas wieder rausgeflogen. Ja, das klappt ja schon mal toll hier. Jetzt lasse ich vor Schreck auch noch alles fallen. Ach Mensch, toll. Mit Licht.
Lukas! Der hört mich nicht. Ich habe komplett alle Hintergrundprogramme ausgeschalten. Gut. Ich mach mal Glas hier. Für die Scheiben. So. Lukas, sag mal jetzt. Nee, nee, das geht nicht gut. Da war doch gerade ein Creeper schon wieder unterwegs. Gehst du weg? Geh weg! Puh! Lukas! Nee, der fliegt schon wieder raus. Ich weiß nicht. Ja, ich baue mal hier weiter. Und der Lukas, das ist dann halt unser Gast. Der guckt dann ab und zu mal rein, macht den Ofen wieder voll oder so und geht dann wieder. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, Scheibe drin. Wunderbar. Obwohl, wir hätten ja eigentlich, das war jetzt ein bisschen doof, weil wir hätten das ja auch sparsamer machen können, ne? Naja. Ach ja, Mensch. Ich gehe mal weiter Holz sammeln, während der Lukas, weiß ich nicht, was er macht. Da muss ich aber jetzt nochmal anhalten und ihn nochmal in den Kanal ziehen. So, jetzt sollte wieder alles richtig sein. Und ich sammle mal weiter Holz hier. Ja. Ja, schön ist das nicht hier, also irgendwie, ne? Die Hütte da. Aber gut, sie erfüllt ihren Zweck. Müssen wir hier mal so... Wir müssten ja irgendwann mal anfangen, auch eine Mine zu bauen, ne? So. Mhm. Ganz schön klein auch. Wir könnten ja eigentlich mal, einfach mal hier runter, so ein... Direkt mal... Weißt du, so... Ich meine, was soll's? Ne? Ich buddel mal runter, mal gucken, wo wir hinkommen. Wir müssen uns übrigens beeilen, weil gleich startet der Server. Also das ist heute irgendwie... Das Glück ist uns nicht hold heute. Irgendwas ist heute. Das ist alles nicht schön heute. Fängt ja gut an mit diesem Let's Play hier. Ich buddel mal hier runter. So. Auf Umwegen zum Ziel. Jetzt ist meine Hacke schon wieder weg. Ja, ich habe die Leute immer gewarnt, so Let's Play ist nichts für mich von Minecraft, weil was wollt ihr da sehen? Ich bin ja echt mal gespannt auf die Zuschauerzahlen etc. pp. Besonders, wenn wir uns hier gerade so ein bisschen doof anstellen. Du fliegst dauernd raus, der Server startet dauernd... Nur, also, was heißt dauernd? Gerade jetzt hätten wir vielleicht mal irgendwie die Zeit besser timen sollen. Ah gut, für euch da draußen ist es ja kein Problem. Wir halten einfach die Aufnahme an. Aber ihr könnt uns in die Kommentare schreiben. Was wollt ihr sehen, was wir hier machen überhaupt? Und wie gefällt euch das überhaupt? Und ja... Weil ich bin ja nach wie vor nicht überzeugt davon, obwohl es Spaß macht irgendwie. Auch wenn ich die meiste Zeit alleine rede, weil der Lukas so ein bisschen schüchtern ist. Jetzt habe ich hier wieder so komische Lichteffekte. Hm. Ja, noch kein Glück hier. Mal gucken, wann wir beim Bedrock sind. Ich habe jetzt keine Lust, hier F3 zu drücken, weil dann ist der ganze Bildschirm wieder irgendwie... Aber warum ist das hier so hell immer? Schön wäre es ja, wenn wir das sofort so richtig mit Stufen hätten hier. Da muss ich nicht immer so doof hüpfen. Und dann schlägst du ja auch nicht immer den Kopf an der Decke an. Genau. Das würde ich das machen wie Humeimer. Au, nein, au, 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 nein, au, di, di. Dann mach mal. Oh, Gravel, Gravel. Ach nee, das darf ich nicht sagen. Das sagt ja wer anders immer. Dann lasse ich das Gravel, Gravel mal da. Hier wird es auch immer dunkler. Ich habe gleich auch keine Fackeln mehr. Ich weiß nicht, was der Lukas da oben macht, aber ich will jetzt nicht wieder hier mal gucken, aber irgendwie...
Wahrscheinlich komme ich gleich dann wieder hier aus dem Loch raus und oben steht ein Hochhaus schon mit Balkon und Blümchen und... Ach, wie schön, jetzt fängt die Musik wieder an. Könnt ihr ja mal mitsingen, aber nee. Der Lukas kann übrigens singen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, welches Lied der Lukas singen soll. Der macht das dann. Gell, Lukas? Lukas redet nicht mehr mit mir, okay. Es fliegt auch noch raus wegen Cheaten. Tja. Lukas, was hast du eigentlich für eine Internetverbindung? Sechzehntausende. Dann stimmt irgendwas anderes nicht. Das kann ja nicht sein. Bist du sicher, dass du irgendwie alle Programme, die irgendwas mit dem Internet machen, aus hast? Auch nicht irgendwie so Handy-Downloads oder... Weiß ich nicht, was gibt's denn da alles? Ich hab bloß... Ja? Was hast du bloß? Und in einer Minute startet der Server neu. Ich habe Ventrilo und Minecraft an und habe im Hintergrund sämtliche Programme wie Hamachi, keine Ahnung, warum ich das noch drauf habe, und alles Mögliche geschlossen. Das ist komisch. Da würde ich sagen, wenn der Server gleich neu startet, startest du mal deinen PC neu. Irgendwas stimmt da nicht. Das kann nicht sein, dass das so leckt. Das ist ganz komisch, weil gerade bei einer 16.000er Leitung, ich habe eine 6.000er Leitung, da funktioniert das ja auch alles. So, ich höre auch schon wieder Lava blubbern hier. Kohle habe ich auch gefunden. Das erste, was ich hier unten gefunden habe. Ach, da machen wir diesen Teil einfach kürzer. Und dann versuchen wir mal, dieses technische Problem in den Griff zu bekommen. Also euch danke ich schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch halbwegs Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann im dritten Teil vielleicht wieder. Und schreibt mal ordentlich in die Kommentare, wie wir am besten dem Lukas helfen, dass er eine gescheite Internetverbindung bekommt und was er singen soll. So, der Server startet neu. Wir sind raus und sagen bis zum nächsten Teil. Tschüss! Unser Minecraft-Server läuft auf den superschnellen Servern von gamix.net. Power für echte Gamer.